So, und da sind wir auch schon wieder. Hab jetzt wirklich keine Pause gemacht, nur Videostopp einfach. Wird Zeit, dass wir uns was Gescheites anziehen, denke ich. Vielleicht doch mal das Laken hier wechseln, also ich meine. Och, das dürfte meine Migräne lindern. Hier steht, nicht in Verbindung mit Alkohol einnehmen. Also sprach Zarathustra von Nietzsche. Das kenne ich fast auswendig, so oft wie ich das gelesen habe. Diese blutverschmierten Laken lege ich mich bestimmt nicht wieder. Ich bin eh nicht müde. Na, dann nimm sie mal bitte weg. Damit lassen sich die Blutflecken verdecken, falls jemand hier reinkommen sollte. Die Laken wechsle ich später. So, naja, ziehen wir uns an. Okay, was? Ich wollte mich mit meinem Bruder treffen. Dann geht's mal los. So, ich würde... Na, dann wechseln wir erstmal zur Polizeiwache vielleicht. Das wäre vielleicht cool. Oder treffen wir uns direkt? Ne, ich würde nochmal zur Polizeiwache. Erstmal so sehen, was hier so rauskommt. Ich weiß aber nicht, ob man das andere dann noch machen kann. Habe ich die verdammt schlechte Angewohnheit, mich von dem Fall, in dem ich gerade arbeite, total einnehmen zu lassen. Ich bin völlig fertig. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Irgendwas an dem Fall ist faul. Aber ich kann zum Verrecken nicht sagen, was. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man das andere dann nur machen kann oder ob das jetzt die Wahl zwischen das oder das ist. Ich hab's bisher auch nur einmal durchgespielt und das war vor 6 Jahren. Hi, Carla. Wie geht's denn so? Hi, Doug. Ganz gut. Ist Tyler schon da? Nein, ich glaube nicht. Und? Rückt die Pensionierung näher? Nicht schnell genug. Kann man irgendwie nicht viel machen auf der Polizeiwache, ja. Die Tür zum Kellergeschoss. Was soll ich denn da? Was soll ich das denn wissen? Steht da irgendwo drauf. Was haben wir denn hier? Immer schön nach Bonus ausschalten. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich dann damit mache, aber das werde ich dann im Hauptmenü sehen, was es dafür gibt. Tyler ist noch immer nicht da. Ich ruf mal bei ihm an.
Ja, kannst du später machen. Lass mal gucken, ob hier draußen noch was war. Nein. Nein. Das war einfach. Also man muss sich wirklich um die Leute hier kümmern. Die gehen nämlich immer gleich tot, wenn irgendwas passiert. Was ja nicht so schlimm war, aber irgendwie nimmt die immer alles sehr stark mit. Ich hab das Gefühl, ich soll einfach bloß ins Büro. Keiner da. Hallo, Inspektor. Hallo, Carla, wie geht's? Hi, Frank. Hi, Carla. Gut geschlafen? Welche Zeitverschwendung. Ich kann auch genug schlafen, wenn ich tot bin. Typisch, Carla. Hey, Carla! Bestell deinen Partner, er soll mir die 100 Kröten zurückzahlen. Die schuldet ihr mir seit 6 Monaten. Geht mich nichts an, Jeffrey. Red selbst mit ihm. Der meidet mich aber wie die Pest. Außerdem hört er hier nur auf dich. Bis später, Jeffrey. Hallo, Carla. Hi, Garrett. Wart mal, Carla. Ich habe schon einige Ergebnisse von den Untersuchungen vom Restaurantmord. Super. Sobald Tyler da ist, kommen wir vorbei. Okay, ich bin den ganzen Morgen hier. So, anrufen wir's. Tyler hasst es, wenn jemand an seine Sachen geht. Und? Tylers Basketball ist immer noch hier. Wie oft muss ich es ihm denn noch sagen? Schön geräumige Büros haben sie. Och, los jetzt. Hallo? Weißt du, wie spät es ist? Verdammt! Beweg dich. Die Bedienung kommt heute Morgen, um ein Phantombild des Mörders anzufertigen. Schon unterwegs. Okay, das heißt... Licht. Computer. Interessante Tastaturen haben sie. Volume. Okay. Ach, Spam. Okay. Okay. Das ist schon einmal geschehen. Kirsten, was das wohl heißen soll. Okay. Kriminalitätsrate. Bla bla bla. Ja, wieder der Schnee.
in Pakistan, okay. Ja. Ad acta gelegt. Also tatsächlich ein Name, der für einen Fall steht. Ich hätte gern mehr darüber erfahren. Schön. Hammer. Nächstes Wort gibt's nicht. Gut. Was? Schublade? Na, mach mal auf. Bonuskarte. Lustig. So, aufstehen. So, gucken wir erstmal, dass wir den Partner hier ins Büro kriegen, sonst geht nicht viel offensichtlich. Bleib doch noch ein bisschen. Tut mir leid, aber ich muss jetzt los. Ich mach uns Kaffee. Okay, ich spring unter die Dusche, zieh mich an und dann bin ich weg. Na, setzen wir uns erstmal. So, sehr gut. Ein schöner Sitz. Achso, er ist auch der Erste unter die Dusche. Oh, Alter. Fenster zu. Es ist schon total hell. Bin mal wieder zu spät dran. Was ist Fragezeichen? Geht doch mal dahin. Das ist Sox. Eine der Figuren aus meinem Lieblingsvideospiel. Okay. Hey, du siehst ja gar nicht mal so übel aus. Oh, den müssen wir wirklich aufbauen. Mann, ich könnte sie stundenlang so ansehen, während sie schläft. Wir sind schon seit 2 Jahren zusammen, aber ich fahre noch genauso auf sie ab, wie am allerersten Tag. Na dann. Ich dachte, du hättest es eilig. Hey, für dich habe ich immer 5 Minuten Zeit. Nur 5 Minuten? Ja, Junge. Reicht jetzt. Eine sehr seltsame Kamera. Tja, kann man nicht machen. Der muss jetzt erstmal fertig werden. Ganz toll. Soll nicht so lange machen hier. Schau am besten bei dem anrufen und dem sagen, dass es so nicht geht. Oh, was ist das denn? Zwar total bekloppt, aber hilft mir beim Nachdenken. Okay. Oh. Nochmal. Hallo. Oh, Alter.
einen Daumen gerade stellen hier. Oh, was? No. Hey, okay, da ist schön jetzt mit Jojo gespielt und jetzt geht's mal wieder. Oh ja, es geht doch gleich besser, sehr gut. Tja, dann rufen wir mal bei dem an. Sollen wir fertig werden? Ja, Carla, bin auf dem Sprung. Ja, ich weiß. Nein, ich wurde aufgehalten, deswegen... Ja, okay, bin gleich da. Wow, Süße. Okay, jetzt bin ich aber wirklich weg. Wirklich. Keine Zeit jetzt für sowas. Duschen, wo ist Dusche? Das war eine Wohnung. Ich will hier einen Kaffee haben und ich will hier eine Dusche haben. Nochmal, ich will einen Kaffee haben und ich will hier eine Dusche haben. Das muss doch irgendwo hingehen. Ah, hier ist auch noch was. Ah, das sieht doch schon mal nach Bad aus. Oh, freut dich noch mehr. Es ist interessant, dass die alle nur bullern müssen, immer wieder. Aber gut, ich meine, das Essen hier auch nicht. Damit wäre das Thema hier erledigt. Kleidung. Kleidung. Die sieht nicht sehr zufrieden aus. Sam schmollt mal wieder. Und ich weiß auch warum. Na dann. Leg dich wieder hin, Sam. Du holst dir sonst bei der Kälte noch den Tod. Ich friere nicht. Oh Mensch, Sam, fang nicht wieder an. Ich hab nicht vor, heute den Löffel abzugeben. Das macht mich allmählich wahnsinnig. Ich sterbe jeden Tag vor Angst, dass dir etwas zustoßen könnte. Wenn's nur das ist. Ich verstehe dich ja, Sam. Du brauchst eben Zeit, mehr nicht. Es tut mir weh, dich so zu sehen. Das weißt du doch, Baby. Und wenn du kündigst? Wir könnten den Laden meiner Eltern in Florida übernehmen, ein normales Leben führen und ein Baby bekommen. So ein Leben wäre nichts für mich, Sam.
Ich habe schon zu viel mit Gewalt zu tun gehabt, um jetzt so ein 0815-Leben zu führen. Ich weiß, du liebst mich, Sam. Versuch auch, mich zu verstehen. Ja, ja. Laden für Jos. Ja, wirklich. Das geht ja gar nicht. Meine geliebten Motown-Platten. Nicht für alles Gold der Welt würde ich die gegen CDs tauschen. Gut, wird Zeit auf Arbeit zu gehen. Oder Moment, erstmal der Freundin noch einen Kuss zu geben. Nein, das geht nicht, schade. Jo, ich glaube, sie möchte noch was. Vielleicht sollen wir jetzt. Ja, natürlich. No. Hi, Tyler. Oh, Carla sucht dich. Ja, ich weiß. Und? Rückt die Pensionierung näher? Ja, Gott sei Dank. So. Hey Tyler, welch ein Zufall. Ich hab dich schon überall gesucht. Oh Mist. Erinnerst du dich, dass ich dir vor einem halben Jahr 100 Piepen geliehen hab? Ich wäre dir dankbar, wenn ich sie möglichst bald zurückkriegen könnte. Zum Beispiel jetzt sofort. Hör zu, Jeff. Ehrlich gesagt bin ich zurzeit ziemlich abgebrannt. Aber keine Sorge, das ist nur vorübergehend und... Tyler, soll ich auch ganz ehrlich sein? Deine Geldsorgen interessieren mich nicht. Ich will meine 100 Piepen und zwar jetzt. Ich schlag dir was vor. Wir spielen eine Partie Basketball um deine 100 Dollar. Gewinnst du, gebe ich dir auf der Stelle 200 Dollar. Aber wenn ich gewinne, sind wir quitt. Wenn ich gewinne, kriege ich 200 Dollar? Ich gebe dir mein Wort. Abgemacht. Aber lass dir nicht im Traum einfallen, nicht zu zahlen, wenn du verlierst. Kapiert? Keine Sorge, Jeffrey. Sobald ich Zeit für eine kleine Pause habe, komme ich zu dir. War die Bedienung noch nicht da? Sie kommt gleich. Geralt hat die Ergebnisse. Kommst du mit? Ich häng nur die Jacke auf und komm dann. Okay, bis gleich. So, was kann man denn hier machen? Basketball. Dann sollte ja das Match nicht verlieren. Hoffen wir. Oh ja, Penis Enlarger. Immer wieder schöne Mail. Hm.
Ja. Peer-to-Peer-Piraten, oh ja. Ja, viel Schnee. China ist besorgt. Oh ja. Suche ich immer dasselbe. Jetzt habe ich gar nicht in die Datenbank geguckt, aber ich glaube, ich kenne auch noch gar keine Namen. Also mit dem zumindest noch nicht. So, schauen wir uns mal die Beweise an. Und? Womit willst du anfangen? Was hat das Messer ergeben? Jede Menge Fingerabdrücke, die mit denen an Gabel und Glas vom Tisch des Verdächtigen übereinstimmen. Hm, der Mörder saß also definitiv an diesem Tisch. Und die Klinge? Die hat's in sich. Da ist definitiv Blut des Opfers dran. Aber das Komische ist, dass auch Blut vom Mörder dran ist. Was ist mit der Blutlache in der Kabine? Du wirst es mir nicht glauben. Das Blut war nicht vom Opfer, sondern vom Täter. Wieso saß der blutend in der Kabine? Das ist mir auch ein Rätsel. Hat die Kaffeetasse was ergeben? Da waren nur die Fingerabdrücke der Bedienung drauf. Kann nicht sein, Mann. Die Tasse war halb leer. Da hat einer draus getrunken. Waren auf dem Buch unter dem Tisch irgendwelche Abdrücke? Ja, und die stimmen mit denen von Gabel und Glas überein. Es war also definitiv sein Buch. Und das sah ganz schön alt aus. Vielleicht ist darüber noch irgendwas rauszufinden. Hat der blutige Stoffwetzen vom Zaun irgendwas ergeben? Der enthielt nur Blut des Opfers. Aber ansonsten war es ein ganz gewöhnliches Stück Stoff. Das hilft uns nicht weiter. Hast du die Liste der Anrufe bekommen, die vom Restaurant ausgemacht wurden? Ja. In den 4 Stunden vor dem Mord wurden circa 12 Gespräche geführt. Ich schick dir die Liste per Mail. Und? Was haltet ihr von all dem? Ich kann mir die Blutspuren in der Toilettenkabine nicht erklären. Das Opfer hätte den Täter in einem Gerangel verwunden können. Aber wieso hätte das in der Kabine sein sollen? Man könnte meinen, der Täter habe sich selbst verwundet. Wieso nicht? Jedes Metier hat so seine Schusselköppe. Mörder wohl auch. Die Erklärung erscheint mir etwas dürftig. Jedem das seine, Carla. Ich arbeite im Labor und du suchst nach Erklärung. Danke für deine Hilfe. Bis später. Und, was machen wir jetzt? Du kümmerst dich um das Phantombild. Ich frage in der Gerichtsmedizin nach, ob die Autopsie irgendwas ergeben hat. Okay, bis nachher. Okay. Als Markus und ich klein waren, waren wir unzertrennlich. Er war es, der sich nach dem Tod unserer Eltern um mich kümmerte. Als er dann Priester wurde, trennten sich unsere Wege. Aber er ist noch immer der Einzige, dem ich vertrauen kann. Der Einzige, der mir glauben könnte, dass ich mit all dem nichts zu tun habe. Wir können das im Park zum Glück auch mitmachen. Ein Obdachloser. Und das bei dieser Kälte. Armes Schwein. Schön, dich zu sehen. Du fehlst mir. Lang ist's her. 2 Jahre. Also, was ist passiert, Lukas? Ich hab jemand getötet, Markus. Gestern Abend in einem Restaurant. Es war, als sei ich besessen, in einer Art Trance, als sei ich bloß eine Marionette. Ich sah, was ich tat, aber ich konnte nichts dagegen tun. Oh Gott. Das glaube ich nicht, Lukas. Das kann nicht wahr sein. Du wärst zu so etwas gar nicht fähig.
Und schau her, hier. Warst du das? Vor dem Mord ritzte ich mir mit einem Messer diese Symbole in die Arme. Ich weiß nicht, was sie bedeuten. Dieser Mord. Was ist denn genau passiert? Gestern Abend ging ich nach der Arbeit noch in ein kleines Restaurant, um etwas zu essen. Ich saß an meinem Tisch und las ein Buch. Ab da habe ich ein totales Blackout. Ich erinnere mich an gar nichts, bis ich mich auf einmal in der Toilette wiederfand mit einem Messer in der Hand. Es war schrecklich. Du sprachst von einer Art Trance. Was meinst du denn damit? Etwa Magie? Hexerei oder sowas? Markus, ich meine gar nichts. Ich erzähle dir nur, was geschehen ist. Ich weiß nur eins ganz genau. Ich bin in Wahrheit nicht derjenige, der den Mann getötet hat. Wem hast du sonst noch davon erzählt? Niemandem. Du bist der Einzige, dem ich vertraue. Ich muss dir noch was sagen. Ich weiß, es klingt verrückt, aber seit dem Mord habe ich so eine Art Vorahnung, als sehe ich Dinge, die sich erst noch ereignen. Während dieser schrecklichen Tat sah ich etwas oder eher jemanden. War jemand bei dir? Nein, es war wie eine Art Vision. Ich sah einen Mann umgeben von Hunderten von Kerzen und dann dieses Mädchen. Was ist mit mir los, Markus? Was soll ich denn jetzt bloß tun? Du kennst mich am besten, Markus. Hilf mir. Nun, Lukas. Ich weiß nicht recht weiter. Die ganze Geschichte ist so verrückt. Vielleicht brauchst du professionelle Hilfe. Die meisten Fälle von Besessenheit sind angeblich auf psychische Probleme zurückzuführen. Markus, ich habe kein psychisches Problem. Ich bin nicht verrückt. Ich bin Priester, Lukas. Es ist ein schweres Vergehen, jemandem das Leben genommen zu haben. Aber ich war es doch nicht, Markus. Nach all den Jahren hat sich nichts geändert. Du hörst mir nie zu. Lukas, verlange nicht von mir, zwischen meinem Glauben und meinem Bruder zu wählen. Ich bin kein Mörder, Markus. Du bist der Einzige, dem ich vertraue. Ich will nur, dass du mir glaubst. In Ordnung. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Aber ich werde nicht gegen meinen Glauben handeln. Ich muss erst Antworten finden. Ich rufe dich an. Hier. Du brauchst es wohl nötiger. Markus, du weißt, dass ich nicht daran glaube. Danke. Wie ein Leben. Geht's. Dem Eis ausrutschen. Das muss ich verhindern. Der Polizist vom Restaurant. Wenn ich nichts tue, stirbt das Kind. Aber wenn ich etwas tue, erkennt mich der Polizist. Was mache ich bloß? Ist dem nicht kalt hier in dem Wasser? Bevor mir die Luft ausgeht. Och, Junge. Du bist im kalten Wasser gebadet. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei.
Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. No, Mensch. Patrouille 324. Ein Kind ist ins Wasser gefallen. Schicken Sie den Notarzt. Mann, tät nicht jeder. Das Kind wäre sonst tot. Das ist ein Held. Er sprang ohne zu zögern ins eiskalte Wasser. Ohne ihn wäre das Kind da nicht mehr lebend rausgekommen. Der Polizist hatte mich erkannt. Das war sicher. Warum er mich wohl nicht festnahm? Vielleicht meinte er, wir wären quitt. Ich hatte ein Leben genommen und eins gerettet. Trotzdem wurde ich natürlich weiterhin von der Polizei gesucht. Aber als ich den Park verließ, wusste ich, dass ich mich nun wieder im Spiegel ansehen konnte, ohne mich vor mir selbst zu ekeln. Leichenschauhaus klingt doch interessant. Okay, dann wollen wir mal anfangen. Wenn Sie möchten, können Sie draußen warten. Ich bleibe, wenn Sie nichts dagegen haben. Medizin interessiert mich. Und Autopsien auch. Ja. Wie Sie wollen. Keine äußeren Hämatome am Körper. An der rechten Hand 2 abgebrochene Fingernägel. Wer hat den Mörder erst im letzten Moment gesehen? Ihm blieb keine Zeit, sich zu verletzen. Ein großes Hämatom hinten am Schädel. Hinterhauptbein gebrochen. Er hat sich beim Fall den Schädel gebrochen. Abnorme Dilatation beider Pupillen. Warum sind seine Pupillen erweitert? Was hat er gesehen, bevor er starb? 3 Stichwunden zwischen der 3. und der 5. Rippe in Herznähe. Die Klinge drang tief ein. Die Stiche sind von vorne sowie von links nach rechts zugefügt worden. Der Mörder ist links. Ein Stich trennte die Aorta durch und die anderen 2 durchtrennten die linke und rechte Kranzarterie. Er hatte wirklich keine Chance. Die Klinge rutschte durch die Rippen und trennte die Arterien. Glauben Sie, der Mörder hatte Anatomiekenntnisse? Könnte sein, aber ich bezweifle, dass jemand, der sich menschliche Anatomie auskennt, so etwas tun würde. Um jemanden derart langsam und qualvoll sterben zu lassen, muss man schon gestört sein. Glauben Sie, das war ein Zufall? Schwierig zu sagen. Die Chance, zufällig mit 3 Stichen alle 3 Hauptherzarterien zu durchtrennen, ist recht gering. Aber unmöglich ist nicht. Ich habe schon einmal so einen Fall gehabt. Ist eine Weile her, in den 90ern, glaube ich. Genau identisch. 3 Stiche ums Herz herum, die je eine Hauptarterie durchtrennten. Hat mich damals sehr beeindruckt. Ich fragte mich, wie das möglich war. Der Fall hieß, wie hieß er gleich? Carsten oder Kirsten oder so ähnlich. Kirsten. Ja, genau, Kirsten. Kennen Sie diesen Fall? Noch nicht. Aber das steht als nächstes auf meinem Programm. Mysteriös. Herein! Guten Tag, Inspektor. Tag, Frau Morrison. Nett, dass Sie sich hierher bemüht haben. Nun setzen Sie sich. Oh, Phantombild. Sehr schön. Tja, wir werden versuchen, ein Phantombild des Mannes anzufertigen, den Sie gesehen haben. Und zwar mit Hilfe eines Computerprogramms. Sie werden sehen, das ist kinderleicht. Wie eine Art Videospiel. Haben Sie schon mal ein Videospiel gespielt, Frau Morrison? Nein.
Macht nichts, geht auch so. Wichtig ist, dass Sie sich genau zu erinnern versuchen, was passiert ist. Das Programm enthält verschiedene Modelle von Gesichtszügen. Sie gehen alle durch, bis das Ganze so aussieht wie der Verdächtige. Verstehen Sie mich? Ja, ich glaube schon. Okay, los geht's. Soll ich jetzt wissen, wie der ausgesehen hat oder was? Hat ein bisschen abstehende Ohren. Ein bisschen. Ja, auf jeden Fall eine schlanke Nase. Das ist eigentlich ganz okay. Hatte der hat doch keinen Elvis-Schnitt oder so. Das sieht mir schon ganz okay aus, ja. Oder vielleicht doch der. Alle zu breit. Also es kommt ihm schon irgendwie am nächsten, was ich denke. Sieht das Gesicht so wie der Verdächtige aus? Ja, zumindest soweit ich mich erinnere. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Dieses Bild wird an alle Polizeistreifen, Flughäfen, Bahnhöfe und Busbahnhöfe verteilt. Wenn dieser Typ noch in New York ist, entwischt er uns nicht. Und Sie sollten mal ein Videospiel spielen. Ich hatte hohes Fieber und zitterte am ganzen Körper. Meine Migräne bohrte mir erneut Löcher ins Hirn. Und zu alledem wehrte mein Magen jederlei Nahrung ab. Mein Körper schien gegen etwas anzukämpfen, aber ich wusste noch nicht, wogegen. Ich glaube, ich werde einfach die oberen und unten Balken hier wegtrennen und dann haben wir eigentlich schon ein gutes Breitbildformat, ich meine. Es muss ja jetzt keinen interessieren, was ich hier genau eingeben muss. Ich muss einfach weitermachen, als sei nichts geschehen. Bloß kein Misstrauen erregen.
Trotz meines Zustands beschloss ich, wie gewohnt zur Arbeit zu gehen. Okay. Wohin muss ich? Dort, wo es rot blinkt, oder? Oder dort vielleicht gerade nicht? Ich bin Leiter der Informatikabteilung bei der Nasum und Jones Bank. Ich teile mein Büro mit Warren. Weißt du, wie spät es ist? Was ist denn mit dir? Ich hatte ein kleines Problem auf dem Herweg. Ich musste nochmal nach Hause, um mich umzuziehen. Oh, ein schönes Büro. Naja, hilft nicht. Ich würde sagen, 46 Minuten. Ja, ich würde mal hier Pause machen. Nicht, dass jetzt hier irgendwas nicht zu Unterbrechendes kommt. Und dann sehen wir uns nächstes Video wieder. Bis dann.